Leute, ist schon wieder Zeit für die Bildschirmkontrolle. Und das wird auf jeden Fall ein lustiger Blick auf die Uhr, wenn das zum Beispiel hier Philipp Pavlovich macht auf seine kleine Fake-Uhr. Ja, eine sehr interessante Seite, Munich Wristbusters. Sorry, ich bin ein bisschen nervös und habe mich da versprochen, aber das passiert, wenn man öfter keine Story macht. Ups, am besten mit Ton. Ich bin so aufgeregt, Leute, sorry. Ich bin nicht mehr so gut im Story machen. Ja. Ich muss es manchmal nochmal neu aufnehmen, weil ich mich verhaspel. So ist bei das mir genauso. Passiert den Profis. So ein bisschen offline ist schon lustig, wie das alles so Gewohnheitssache ist. Ach man, die verhaspelt sich genauso wie wo ich. Aber nochmal zurück zu den Uhren. Da waren jetzt nicht nur er dabei, auch Massimo hat man jetzt neulich wieder entdeckt. Komischerweise, meine, bei dem muss es doch laufen. Glückwunsch an dieser Stelle auch zur ersten Vaterschaft. Bitte das Kind nicht so vermarkten wie Pilot Madeleine mit ihrem unsäglichen Kinder-Account. Das ist einfach widerlich, muss halt nicht sein, weil die Kinder können ja auch mal ohne Internet aufwachsen, zumindest eine gewisse Zeit. Und da sind auch schon andere hochgegangen, wie der Dominik, hier ist er in Dubai und diese Uhr, da haben wir auch von Anfang an gedacht, wie kann er sich das leisten, richtig, auch eine Fake-Watch, mehrfach hier bewiesen, was daran falsch ist und selbst wenn du heiratest, ja, die Ehe ist echt, die Uhr leider nicht, das ist wirklich super interessant, da wird ja genau auseinandergenommen, was alles falsch gewesen ist, also Munich Wristbusters, eine sehr interessante Seite, kann ich immer wieder mal ans Herz legen, für alle Faker da draußen und das sind die Influencer und die junge Dame, die sich gerade versprochen hat, die hat aber noch einen Hund und dem ist jetzt was ganz Komisches passiert. Waren wir noch im Naturschutzgebiet und Mini hat leider Menschenkacke gefunden, hat davon ein Stück abgebissen, also. Hat es genau gesehen und hat sie dann natürlich direkt davon weggezogen. Sie war halt nicht an der Leine und jetzt gebe ich ihr gerade Kokosjoghurt und habe ihr schon den Mund so ein bisschen ausgewischt und abgewischt und so widerlich. Warum machen das Hunde? Da will man ihr echt keine Küsschen mehr geben. Aber Freunden gibt man doch ein Küsschen. Aber ich frage mich noch viel mehr, welcher Typ hat da hingekackt? Ja, ich finde das viel schlimmer. Also ohne, dass ich den Hund jetzt abknutschen würde, nur weil er ein Stück Menschenscheiße gefressen hat. Aber wer kackt dir vor die Tür? Da sollte man sich mal hinterfragen. Aber das muss man dir lassen. Du bist auf jeden Fall sportlich, fitnessmäßig. Du hast das Jahr 2021 sportlich angegangen. Ja. Wann kommt das Tutorial? Das möchte ich auch lernen. So tanzen. Ach. Woo! Ja. Das kann ich mir stundenlang anschauen. Einfach nur wie bekloppt, wenn der Hund schon Menschenkacke gefressen hat, einfach vor Freude im Kreis sich drehen. Und das mit den Hunden, ja, überhaupt, das ist ein Riesenthema im Netz. Und so ein Hund, der bedarf so viel Pflege, das muss man auch dann seiner Community schon mitteilen. Kleine Mann, spielt man wieder an meinen Socken. Ja, heute Nacht war echt wieder anstrengend. Oh. Er wollte um 1:30 raus. Oh Mann, oh. Dann hat er mitten in der Nacht gebellt, weil Dennis ihn auch noch erschreckt hat. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber von Anfang an fing er an zu bellen. Dann bin ich wach geworden. Gegen kurz vor 6 ungefähr. Und dann wollte er um 7 raus. Also dann war er komplett wach. Aber dann ist Dennis zum Glück mit ihm aufgestanden. Mensch, Dennis, du, danke. Hat auch mal gut, aber ich war trotzdem total kaputt. Ja. Aber alles halb so wild. Ja, ist nicht wenn so der Kleine dann einen mit seinen Knopfaugen. Zeig mal die Knopfaugen. Dann kann man ihm gar nicht böse sein. Ne? Nein, und wenn er dann noch ein Stück Menschenkacke frisst, noch umso mehr. Also, es ist fantastisch. Aber deswegen, die richtige Schuhwahl ist so wichtig bei diesem Wetter da draußen. Deswegen, wenn ihr mit dem Hund rausgeht, dann habt doch bitte was Cooles an. Außerdem habe ich mich hier auch für diese schönen Stiefel entschieden. Die kennt ihr sicherlich. Die werden ja auch total gehypt. Richtig schönes Gummistiefel, der neueste Shit. Bei dem Ekelwetter draußen und mit dem Hund in den Park zu gehen, finde ich das richtig angenehm. Und auch so finde ich das richtig cool. So richtig schöne Stiefel. Richtig cool. Sehen sehr hochwertig aus. Ja, obwohl sie von Zara sind. Das ist das Wichtigste. Hochwertig müssen sie aussehen. So ein Gummistiefel. Einfach so eine neue, geile Entdeckung für den ein oder anderen Influencer. Aber viele haben den Rat nicht angenommen. Die laufen einfach draußen rum. Und mir ist neulich was aufgefallen. Ne? Ich habe da so eine Spalte am Fuß, die immer kalt wird. Und
Ich hätte mir auf jeden Fall längere Socken anziehen müssen. Kennt ihr diese miese Spalte hier unten am Fuß? Diese miese Spalte am Fuß. Die ist bei mir immer kalt. Weil ich immer zu kurze Hosen habe. Und auch zu kurze Socken. Richtiger Random Talk. Ja. Um 7 Uhr am Morgen. Random! 7 Uhr am Morgen, da können schon mal die Füße kalt werden, wenn man einfach eine kurze Hose anhat und zu kurze Socken. Darauf müsste man kommen, aber du wolltest höchstwahrscheinlich es so machen wie sie und ein cooles Schneefoto posten. Das ist der neue Level aus dem, ich glaube, das ist diese eine Straße, wo sie alle sind. Sie versucht übrigens mit den Arschbacken, ich glaube, die Fenster zu enteisen. Das ist hier, was dieses Foto uns zeigen möchte. Aber super cooli geworden. Wow! Schneefotos, ich liebe Schneefotos und ich liebe Influencer, die ein bisschen lustiger sind, wie Tim vor Tim, der jetzt aber mir da was unterstellt. Also Timmy, du kleines Mäuschen. Ey Olli, ich habe mal eine Frage. Ne? Das ist jetzt eine weitere Bildschirmkontrolle, wo ich drin vorkomme. Mhm. Da habe ich jetzt eine Frage. Ja. Wirklich eine, die muss ich mir mal beantworten. Die Palme auf dem Kopf oder was? Bist du in mich verliebt? Nein, in dich bin ich nicht verliebt. Meine Liebe gebe ich nur einem hin. Und das ist mein Sam, meine Damen und Herren. Er hat es geschafft. Hier ist er. Ich habe es immer gesagt. Er hat zwar kein Abitur, auch keine Politur oder was auch immer. Er weiß, Lernen ist das A und U. Er hatte sich abgemeldet bei uns. Aber jetzt wissen wir, er ist in der Dschungelshow. Ich habe gestern noch gesagt, Promis unter Palmen. Es war die Dschungelshow. Ich bitte diesen kleinen Fehler zu entschuldigen. Und das hat er sich mehr verdient. Denn viele haben gestern mir schon wieder geschrieben und haben gesagt, der tut doch nur so. Nein, Sam und Raffi. Das ist das Herzstück unserer Instagram-Kultur. Ein Pärchen, was sich streitet, was sich liebt und was auch ab und zu mal Ärger hatte. Ich habe es immer noch nicht gezeigt gehabt, denn sie waren so richtig, hier, wir wissen es, enttäuscht. Weil Silvester ist nicht so gelaufen, wie sie sich vorgestellt hätten, denn die Polizei war um 2.52 Uhr da. Was war passiert? Vorher ging noch der Abend noch so gut los. Sie sind einfach mal zum McDonald's gefahren und haben so einen neuen Burger entdeckt. Alle? Ja. Und ich möchte diese Chipsi-Shrimps oder einfach meintest du Crispy-Shrimps? Chipsi-Shrimps oder Chipsi-Shrimps? Immer. Wie viel Stück? Drei Packungen. Drei Packungen. Fünf Stück oder wie viele? Achso. Zweiter Schalter kommen. Weil ja, noch nicht fertig. Sehr schlecht. Ah, er versteht uns nicht. Er versteht uns nicht, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, aber ich finde das sehr geil. Am McDonald's-Schalter sind ja tendenziell abends immer die, die noch weniger Deutsch sprechen und ein bisschen nuscheln. Und wenn die da sind, was, ich möchte Chipsi-Shrimps. Chips, wie viele? Zwei Packungen? Zwei? Nein, drei. Oh, er versteht uns nicht, lass uns fahren. So, Fun-Frage. Wenn man diese ganzen Chipsi-Shrimps und diese neuen leckeren Sachen bei McDonald's so bei sich auf der Armatur stehen hat, was wird wohl passieren? Die Lösung folgt direkt. Ja, fahr weiter. Los. Oh, Mann, ey. Wie doof kann man denn sein? Das passiert halt schon mal. Aber McDonald's einfach so zur Silvesterzeit, das haben auch andere Influencer für sich entdeckt. Aber nur einen Abend am nächsten Tag gibt es wieder so Anständiges zu essen. Ich bin happy, dass wir dieses Jahr zu dritt auf der Couch Silvester verbringen. Wer weiß, wann das nochmal vorkommt. Wer weiß. Auch wahrscheinlich nie mehr. Nie mehr. Deswegen wertschätze ich das sehr. Oh, guck mal auf dem Glasteller, die Chipsi-Shrimps und die ganzen McDonald's-Sachen. Aber was gab's am nächsten Tag? Ich wäre keine richtige Influencerin, wenn natürlich am nächsten Tag der Kaviar wieder rausgeholt wird. So muss es halt sein. Aber kommen wir zurück zu Raffi und Sam und ihrem Silvester. Da war aber auch was los hier. Eine Countdown. Weil singen kann er auch. Ich mache mich jetzt fertig. Ich muss mich jetzt ein bisschen sputen. Sput dich mal. Dann koche ich heute unser Silvesteressen. Raffi, bitte. Raffi. Dann koche ich heute unser Silvesteressen. Aua. Das werde ich heute mal ganz selbst zusammen vorbereiten. Was ist denn passiert?
Raffi ist gegen die Tür gelaufen, weil er hier irgendwie meine Story springen wollte. Egal. Das könnte trotzdem ein bisschen leise sein. Ja, halt mal die Fresse. Ansonsten wünsche ich euch gleich viel Spaß und wir melden uns bestimmt gleich nochmal. Raffi, ich komme gleich vor. Raffi, halt's Maul, echt. Und ja, jetzt mache ich mich erstmal ein bisschen fertig. Haare, Gesicht und dann gucke ich mal ein bisschen. Das kommt davon, wenn man meine Story laufen will. Raffi, du bist auch manchmal ein bisschen doof. Jetzt hat er sich hier wehgetan. Mir rausgeguckt. Tut das dann weh? Aua! Ja. Ach, tut weh, wenn man offen. Ja, genau, da ist jetzt was gebrochen. Komm, ich mache jetzt auf und dann kommt es gleich wieder. Du musst doch nicht mal so wild sein. Du bist doch manchmal ein Klotsch. Klotsch? Was auch immer ein Klotsch ist. Aber so wild darf er doch nicht sein. Und dann wurde aber richtig wild Silvester gefeiert. Shitstorm inklusive. Achtung! Es ist alles ein Hausstand, falls ihr euch jetzt fragt, was das Problem ist. Frohes Neues! Ich finde, wenn man so das neue Jahr anstößt, da mit diesen ganzen Prostituierten oder wer auch immer das ist, da kann man doch auch mal die Brüste zeigen, oder nicht? Komm Mädels, enttäuscht uns nicht! Als Nachbar wird mich das ein bisschen nerven. Das ist der Weihnachtsmann. Und? Ja, da sind die Brüste. Richtig. Sympathisch. Und dann kam die Polizei. Sag mal, wirklich, nur weil man ein bisschen... unsere kleine Silvesterparty wurde schon aufgelöst. Warum? Ja, es ist einfach nichts mehr, wie es früher mal war. Also letztes Jahr haben wir hier bis 6 Uhr Silvester gefeiert und da hat niemand was gesagt. Und jetzt, wurde die Party schon aufgelöst. Und traurig. Ist kein guter Start ins neue Jahr. Leider haben irgendwelche Nachbarn die Polizei... Ist ja auch egal, wer was anderes macht. Auf jeden Fall ist die Party vorbei. Party ist vorbei. So schade auf jeden Fall. Und bin alleine zu Hause und... ja, so ist halt. Und ja, jetzt ist keiner mehr da. Keiner mehr da. Ja, was sollen wir jetzt auch machen? Ja. Nichts mehr los. Auf jeden Fall euch einen guten Rutsch. Ja, sind wir auch. Bleibt gesund. Ja, das ist auch das Wichtigste. Dann sorry. Ja. Ach, ich glaube, das ist wegen diesem Bleib gesund. Damit die Leute gesund bleiben, gab es keine Silvesterfeiern mit Leuten, die dann irgendwelchen Mädels, die dann ihre Titten rausholen und einfach gute Stimmung verbreiten. Da gab es aber auch Zuspruch, ja, weil er hat ja gefragt, was das denn soll, ne? Könnt ihr das verstehen? Ja, nein. Und 64% haben da echt für Ja gestimmt. Was ist aus der Menschheit geworden? Keiner gönnt einem mehr was und eine Party mit 4 Leuten von der Polizei aufgelöst. Das ist auch wie im schlechten Film. Wo soll das noch alles hinführen? Also echt, ey, Marleen. Wirklich, also kann man doch echt nicht machen. Aber der Zuspruch war auf jeden Fall da. Am nächsten Tag hat er sich schon ein paar Gedanken gemacht. Falls es so viel interessiert, die Mädels wohnen in einer WG. Genau, wir haben natürlich auch, also die machen so Webcam-Kram bestimmt, wir haben natürlich auch keine Strafe bekommen, weil es lediglich um die Musik ging. Okay, die war für 3 Uhr auch ein bisschen laut, verstehe ich jetzt auch. Mein Gott, Leute. Und ja, es ist Corona, aber soll ich deswegen aufhören zu leben? Mich wegsperren? Wie viele Menschen haben aktuell Depressionen? Ja, da gibt's ja wohl einige. Ich gehöre zum Glück nicht dazu, weil ich immer positiv denke. Ja, genau, das ist ja wohl echt, diese Depressiven da draußen, verstehe ich gar nicht. Warum seid ihr depressiv? Ihr müsst positiv denken. Mehr hier Raffi und Sam Style. Mein Gott, diese Depressiven, die wollen einem auch alles kaputt machen. Verstehe ich gar nicht. Nur im Heulen den ganzen Tag. Bin depressiv. Ja, also wo? Positiv denken. Mein Gott. Und außerdem haben sie 4 Corona-Teste gemacht. Hier, Corona-Teste haben sie gemacht. Corona-Teste. Einer testet immer besser als der andere. Und Raffi hat Antikörper. Ja, vielleicht ein Fehler, aber 2021 soll einfach besser werden. Ja? Denn 2021 hat er noch einiges vor. Er will irgendwo hin, am besten da, wo keine Pandemie ist. Ja, das wären nur momentan Neuseeland, Nordkorea, China, außer Hongkong und Bangkok und Sydney. Sydney, ihr wisst nicht, was Sydney ist? Sydney ist in Australien. Sydney, in der Nähe von Sydney. Da ist Sydney, ist ein kleiner Vorort. Und da wäre das Dschungelcamp gewesen. Und noch ein großes Highlight steht an von Sam. Und was das genau ist und was es noch so Lustiges gibt, das zeige ich euch morgen. Und bis dahin könnt ihr euch schon mal freuen, denn morgen zeige ich euch, ihr könnt schon mal euch langsam, weil ich glaube, das haben die Mädels auch bei der Silvesterparty gemacht, Krebsvorsorge, ja? Habt ihr schon mal eure Brüste abgetastet zur Krebsvorsorge?
Das ist nämlich ein Riesenthema. Denn wie man aus der Angst vor Brustkrebs noch eine Menge Geld machen kann, das erkläre ich euch morgen. Könnt ihr euch drauf freuen.